Was sind das für Menschen, die nicht genug bekommen können von Macht, Einfluss und Geld? Was sind das für Politiker, für die es nicht ums Gemeinwohl geht, sondern den eigenen Gewinn? Mit solchen Menschen beschäftigt sich Patrick Mussel, Professor für Persönlichkeitspsychologie. Gierige Menschen, sagt er, streben nach mehr, koste es, was es wolle. Genau in diesem Augenblick kann es passieren, dass moralische Grenzen überschritten werden oder sogar rechtliche Grenzen überschritten werden, wo wir dann in den Bereich von Straffälligkeit oder zum Beispiel Korruption gelangen. Dass die Korruptionsvorwürfe ausgerechnet jetzt ans Licht kommen, kurz vor den Wahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, für Wahlkämpfer wie Lennart Christ besonders bitter. Hier auf dem Wochenmarkt in Mannheim sprechen ihn viele auf die Maskenaffäre an. Sein ehemaliger Parteikollege Nicolas Löbel, der für seinen Maskendeal eine 250.000 kassierte, stammt von hier. Der junge Landtagskandidat kennt ihn bzw. hat geglaubt, ihn zu kennen. Ich habe Herrn Löbel immer als einen engagierten Bundestagsabgeordneten kennengelernt, der viele Fördermittel für unser Land, für unsere Stadt geholt hat. Und von diesen Maskengeschichten, die haben mich dann natürlich schon sehr schockiert und auch ein Stück weit enttäuscht, dass man sich so in den Menschen ein Stück weit getäuscht hat. Der Nachwuchspolitiker spricht von schwarzen Schafen. Doch von denen gibt es in seiner Partei im Moment offenbar einige. Neben Löbel und dem ehemaligen CDU-Fraktionsvize Georg Nüßlein ist in dieser Woche auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Marc Hauptmann zurückgetreten. Um sich praktisch reinzuwaschen, haben jetzt alle Unionsabgeordneten der Bundestagsfraktion eine sogenannte Ehrenerklärung unterschrieben, dass sie sich durch die Corona-Krise nicht bereichert haben. Doch wer den moralischen Kompass schon verloren hat, geht mit dem Begriff der Ehre vermutlich flexibel um. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende zeigt sich nach Ablauf der Unterschriftenfrist gestern Abend trotzdem erleichtert. Wir haben Vertrauen gebrochen. Wir brauchen Transparenz. Wir haben eine lückenlose Aufklärung zugesichert. Und das ist für uns jetzt der Auftakt. CDU-Abgeordnete aber wie Karin Strenz, gegen die wegen des Verdachts der Bestechlichkeit und ihrer Kontakte nach Aserbaidschan ermittelt wird, fallen bei dieser Erklärung durchs Raster. Alles Einzelfälle oder doch System? Macht die Politik, insbesondere die wirtschaftsnahe Regierungspolitik der Union, vielleicht anfälliger für das Streben nach mehr? Überall dort, wo es Macht gäbe, sagt der ehemalige Bundestagsabgeordnete Ruprecht Polenz, gäbe es eben auch die Gefahr von Machtmissbrauch. Kontrollen müssten noch schärfer werden. Es gehe aber nicht nur um Recht, sondern auch um Moral. Nicht alles, was nicht ausdrücklich verboten ist, sollte man deshalb machen. Und deshalb kommt es natürlich auch auf die Einstellung der Politikerinnen und Politiker an, dass wenn sie ein Mandat anstreben und wenn sie es ausüben, dass sie das gemeinwohlorientiert tun und nicht an sich denken. In dem Sinne wirbt auch Lennart Christ um verloren gegangenes Vertrauen. Damit die Ehrenerklärung keine PR-Nummer bleibt, wird die Union jetzt in Sachen Transparenz von Nebenjobs und Lobbyarbeit liefern müssen. Das heißt, Stapel Ehrenerklärungen, Lochen, abheften und das war's sicher nicht für die CDU und vor allen Dingen für ihren neuen Vorsitzenden. Darüber will ich sprechen mit Markus Feldenkirchen, der ist Autor im Berliner Büro des Spiegel und ein intimer Kenner des Berliner Politikbetriebs. Schönen guten Abend. Einen schönen guten Abend. Ehrenerklärungen sind ja juristisch nicht so wahnsinnig belastbar. Jetzt fängt das Aufräumen ja erst richtig an. Da gibt es Forderungen, volle Transparenz aller Nebeneinkünfte, Verbot bezahlter Lobbyarbeit etc. etc. Wie viel davon wird die Union unter ihrem neuen Vorsitzenden Laschet mitgehen? Na, also wenn sie alle Sinne beisammen hat und ein bisschen an ihr eigenes Wohl noch denkt, dann möglichst viel, wenn nicht gar alles, weil man muss das ganz klar benennen. Also fast sämtliche Versuche, schärfere, klarere Regeln für Abgeordnete zu implementieren, sind bisher an CDU und CSU gescheitert. Ich erinnere einmal daran, dass zum Beispiel Friedrich Merz, der um ein Haar jetzt CDU-Vorsitzender geworden wäre, 2006 vor das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gezogen ist, um
gegen damals schärfere, aber aus heutiger Sicht natürlich nicht scharf genug Maßnahmen zu klagen. Und wir haben die ganze laufende Legislaturperiode eine Posse wirklich miterlebt, als es darum ging, ein Lobbyregister durchzusetzen. Die SPD wollte das, Unionsabgeordnete haben sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, wollten nur die weicheste Lösung. Und wirkliche Lobbyarbeit, also mit wem hat sich wer zu welchem Zeitpunkt getroffen, dass das endlich transparent wird, dagegen haben sie sich gesperrt. Das sollten sie jetzt schleunigst überdenken, schon aus Eigeninteresse. Ja, Stichwort Eigeninteresse. Jetzt haben wir in dieser Woche überraschenderweise gehört, auch für Armin Laschet ist das alles gar nicht so schlecht. Denn wenn die Landtagswahlen morgen in den Teich gehen, dann waren es halt Nüsslein und Löbel, aber eben nicht Laschet. Stimmen Sie der These zu? Ja, das sind so die oberstrategischen Sichtweisen, die letztlich ist so eine Sichtweise dann auch betrachtet Politik nur als Spiel. Es mag sein, dass er da eine Entschuldigung mehr hat. Armin Laschet hat aber, glaube ich, das oder die Union hat derzeit das große Problem, dass so gut wie nichts geklärt ist. Also die aktuelle Frage, wie anfällig, wie bestechlich gar sind einzelne Abgeordnete, ist jetzt mit dieser Ehrenerklärung noch nicht hundertprozentig geklärt. Die Union weiß nicht, wen sie als Kanzlerkandidat in diesem Jahr ins Rennen schickt und sie hat noch kein Parteiprogramm. Das sind schon ziemlich große Herausforderungen für Armin Laschet für die nächsten Wochen und Monate. Sie sagen, nichts geklärt. Laschet hat sich ähnlich wie Söder ja lange zurückgehalten in dieser Korruptionsaffäre. Am Ende mussten sie was dazu sagen, dann kam die pflichtschuldige Empörung. Wie gut, wie glaubwürdig hat Laschet diese erste Krise seiner Vorsitzendenzeit gemanagt, aus Ihrer Sicht? Erstmal muss man fairerweise festhalten, dass er zu wenig lang im Amt sind, als dass man sagen könnte, das ist eine Kultur, die er irgendwie mit befördert oder ignoriert hat. Ich glaube, er hat anfangs versucht, im Hintergrund zu wirken, auch zusammen mit dem Berliner Fraktionschef Herrn Brinkhaus zusammen. Das, was jetzt gefordert ist und auch an Vorschlägen auf dem Tisch geht, ist jetzt nicht schlecht. Allerdings weiß natürlich Laschet auch, dass in der Krise quasi der Wunsch nach Klarheit und Stärke sehr, sehr groß ist. Das waren jetzt Disziplinen, die ihn in der Vergangenheit nicht unbedingt ausgezeichnet haben. Das ist jetzt wirklich die Bewährungsprobe für Armin Laschet. Sagt Markus Feldenkirchen zum Korruptionsskandal in der Union. Schönen Dank für die Einschätzung nach Berlin.